Und jetzt kommen wir zu einer Nightwash Neuentdeckung. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Hier ist die Frankfurter Klasse mit Zenib und Nabil. Dankeschön, Dankeschön. Was ein Baba-Applaus, ich schwöre. Ihr seid echt nett, man muss sagen. Ihr seid richtig, richtig nett. Die Kartoffeln, Alter. Hm? Bei den Kartoffeln plötzlich, die sind freundlich. Gä? Seit ein paar Wochen, sie sind oberfreundlich. Bei dir auch? Irgendwas passiert bei denen. Ich weiß auch nicht. Letztens, ich war Offenbach, was zu rauchen holen. Ich bin mit Zug gefahren, wieder nach Frankfurt Hauptbahnhof. 200 Kartoffeln standen, als ich ausgestiegen bin. Haben applaudiert. Komm, 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 ja, komm. Komm sie, warum, komm. Alter? Ich weiß auch nicht, ich schwöre. Sie haben mir sogar Geschenke gegeben, Alter. Was? Ja, so Isomatte, Schlafsack zu trinken, Alter. Ich bin so gegangen, Alter. Was ist mit denen los, Alter? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die sind wie Vincent. Grade. Und dann? Ich hab dick alles bei Flohmarkt vertickert, Alter. Ich habe 20 Euro gemacht mit Schlafsack, Isomatte, Sixpack, Wasser, ich schwöre. Geht ab, walla, walla, walla. Die Kartoffeln, sie sind echt nett, gell? Sie lassen zurzeit alle rein. Ja, zum Glück haben die unsere Eltern früher reingelassen. Ich schwöre, da war aber noch nicht so einfach. Gut, dass die uns reingelassen haben, ich schwöre. Stell dir vor, früher, das wäre andersrum gewesen. Was wäre andersrum gewesen? Wenn die Kartoffeln wären damals Türkei ausgewandert. So Gastarbeiterleihung. Ja, Gastarbeiterleihung. Walla, stell dir mal vor, ich schwöre, Istanbul Bahnhof, Klaus und Gisela kommen mit Koffer, alle, ich schwöre. Was los? Und zur Begrüßung, die kriegen einen Ring Sucuk und 1000 Lira, alle. Ich schwöre, die tausendste Kartoffel, sie bekommt einen Esel. Weißt du? Und mit ihren Esel, sie reiten zu ihren Arbeitsplatz, alle. Nein, machen sie nicht. Warum? Es gab keine Arbeit in Türkei, was hätten die arbeiten sollen, alle? Die Kartoffeln, die chillaxen nicht. Die arbeiten immer. Ja, aber was hätten die arbeiten sollen? In Türkei, es gab keine Arbeit. Dann hätten die sich Arbeit gemacht. Hm? Die hätten Autos gebaut. Stimmt, die Kartoffeln, sie bauen immer Autos. Hm? Die hätten nichts gemacht. VW Esel, Alter. Was? Mit zwei ES. Was ist ES? Eselstärken, Alter. Boah, ich schwöre. Nix Abgas, die kacken nur auf dem Boden, Alter. Ich schwöre. Und dann? Mit ihren Esel, die wären geritten, Istanbul zu ihren deutschen Metzger. Ich schwöre, zu ihrem Paradies. Felder von Bratwurst. Mm. Umsäumt von einem See aus Leberwurst. Und an Horizont Berge aus Mett. Ich schwöre, Mett, die Kartoffeln, sie essen immer Mett, Alter. Bei meinem Kumpel Florian, beim Geburtstag, die hatten einen Mett-Igel. Was bitte schönes, ein Mett-Igel? Die haben Mett genommen, einen Igel gebaut, Salzstangen rein und Zwiebel rum, Alter. Oh, ich schwöre, die Kartoffeln mit Fleisch, die werden sofort pervers, Alter, ich schwöre. Ich frag mich sowieso, was ist an ein Igel deutsch, Alter? Ich weiß auch nicht. Wenn ich gemacht hätte, ich hätte mit Schäferhund gemacht oder so, weißt du? Oder mit Hirsch, Alter. Oder mit Hirsch, mit Baba, Geweihschwanz, alles aus Mett, bam, bam, bam. Oder mit Schwein, Alter. Oder... Nabil. Was? Ja, du hast die Lösung gerätselt, Alter. Hm? Hä? Schwein! Ja und? Klaus und Gisela, sie kommen Türkei. Was darf nicht fehlen? Schwein. Siehst du, was dürfen Ahmed Ümit, unsere Kollegen, nicht? Schwein. Na also. Junge, zähl doch mal Schwein und Schwein zusammen, Walla. Klaus und Gisela, sie sind Türkei. Sie machen eine Party. Was darf nicht fehlen? Ja, Schwein. Sie laden Ahmed und Ümit ein. Was dürfen die nicht? Schwein. Na also. Was machen Klaus und Gisela? Hm? Sie nehmen ein Schwein, zack, 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 machen einen Igel draus. Hm, hm. Bist du Igel, bist du Igel? Hallo Ahmed, hallo Ümit, wollt ihr einen Igel? Also, ich schwöre. Also unterjubelmäßig. Unterjubelmäßig, ich also, schwöre. Die Kartoffeln. Hm. Eigentlich denke ich immer, die Kartoffeln sind Lauch, Alter. Aber die sind Fuchs. Ja. Sie machen aus einem Tier ein anderen Tier. Aus Mett. Stell dir vor, Klaus und Gisela hätten Kinder gekriegt. Voila, geh mal nach Hause. Tobias und Sabine. Dann hätten sie erstmal Gymnasium gebaut in Türkei. Ich schwöre, überall, bam, 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 Gymnasium. Und dann wäre Türkei dick bach gegangen. Ich schwöre, ich schwöre. Und die wären von richtigen Weg abgekommen, ich schwöre. Die Kartoffelkinder? Ja. Tobias und Sabine, ich schwöre. In Hürriyet würde stehen, deutsche Jugendgangs machen Istanbul unsicher. In Lederhosen, Alter. Sie reiten in ihren VW-Esel durch die Straßen.
und hören dicken Gangstermusik, Alter. Ich schwöre, in Lederhosen. Chabos, yeah. Wissen wer der Babo ist? Wissen wer der Babo ist? Ich schwöre, ich hätte den dick gegeben, Mann. Stell dir vor, so einer kommt und rippt dich ab. Wie hört sich das an? Ja, das ist schon. Gib mir mal das Geld oder was? Aber jetzt einmal, gib mir mal das Schmatz und du kümmelst oder was? Alla. Siegterland, gibst mir das Geld für dein BMW und alles, schwör dir. Ich hätte die dicke Batscht, Alter. Ich wäre gegangen, geh mal nach Hause, du Hurensohn. Was ist mit dir los, Alter? Geh mal zurück zu deinem Kartoffelland, Alter. Mach mal dein Kartoffelfest. Hamza, ja, wir sind Köln. Ja, nur Schwule, Alter. Ja, wir kommen auch. Was ist? Wir müssen Bahnhof gehen, Hamza. Hamza ist auch Köln? Ja, Bahnhof. Was macht der Bahnhof? Kartoffeln und Geschenke abchoppen, Alter. Hier auch? Ja, wir fahren jede Stadt mit dem Zug, Alter. Boah, lass mal gehen, ich schwöre, Köln, Ivar Baba, danke schön für die Nettigkeit, ciao. Die Frankfurt-Klasse!